ist eine Brucha. Die verschmilzt deine Augen mit deinem dämlichen Schädel. Sie wird dafür sorgen, dass dein Schwanz abfällt. Was willst du machen, wenn du ihm begegnest? Willst du deinen Sohn wirklich festnehmen und einbuchten? Du willst wirklich deinen eigenen Sohn umbringen? Dir ist schon klar, dass du in der Hölle landest. Ich meine, deinen eigenen Sohn töten. Bruder, das ist eine Finsternis, die dich komplett verschlingen wird. Ich hätte wissen sollen, dass er dein Sohn ist. Echt jetzt. Die Art, wie er dir den Arsch poliert hat, das war ein Arschpolierer direkt aus deinen eigenen Lenden. Eine übersinnliche Arschpolierung. Ich werde dich nicht allein auf so ein Selbstmordkommando lassen, Mike. Mike, sie ist eine Brucha. Die verschmilzt deine Augen mit deinem dämlichen Schädel. Ich hätte wissen sollen, dass er dein Sohn ist. Echt jetzt. Die Art, wie er dir den Arsch poliert hat, das war ein Arschpolierer direkt aus deinen eigenen Lenden. Eine übersinnliche Arschpolierung. Schon gut. Darf ich der Patenonkel sein? Wir greifen den Konvex zwischen dem Turm und der Brücke an. Rio bringt uns hin, wir kuppeln den Container mit der Ladung ab, verkabeln ihn mit dem LT-Schlepper und dann erfassen uns die Sicherheitssensoren und wecken wir damit diese Viper-Suchdroiden, wird's hier schnell ungemütlich. Ich sagte doch, wir sind bei dieser Sache der Konkurrenz weit voraus. Völlig ausgeschlossen, dass Enfys Nest überhaupt von der Ladung weiß. Nur mein Kontakt hat diese Info. Ja, ich weiß genau, was ich tue und auch warum. Wir begleichen unsere Schulden, gehen wieder zurück nach Gleanzer und ich werde endlich lernen, wie man Valakot spielt. Nicht witzig. Hey, mein Bauchgefühl sagt mir, dass mich die beiden nicht enttäuschen werden. Und abgesehen davon, siehst du eine andere Möglichkeit? Ich hoffe nur, du weißt, was du tust. Ja, ich weiß genau, was ich tue und auch warum. Wir begleichen unsere Schulden, gehen wieder zurück nach Gleanzer und ich werde endlich lernen, wie man Valakot spielt. Ach, Babe, du wirst niemals lernen, Valakot zu spielen. Sie hat recht, du bist unmusikalisch. Seltsame Geschichte. Ich kam auf Harla an, war halbtot, konnte mich an nichts erinnern. Das war vor 6 Jahren. Ich würde sagen, die letzte Person, die sie lebend gesehen hat, könnte uns das sagen. Deine Mom hat echt Glück. Als man die Kinder verteilt hat, hat sie die Toughste abgekriegt. Lieutenant Trouble, ich habe deine Lügen einst geglaubt. Aber die Skrulls kämpfen nur für eine neue Heimat. Du willst sie doch nur vernichten, weil sie nicht dazu bereit sind, sich dir zu unterwerfen, ebenso wenig wie ich. Ihr habt mir einfach alles genommen. Meine Heimat, meine Familie, meine Freunde. Ich habe diese Kräfte nicht von euch erhalten. Die Explosion war das. Deine Mom hat echt Glück. Als man die Kinder verteilt hat, hat sie die Toughste abgekriegt. Lieutenant Trouble. Du weißt es noch. Ist das meine? Nein, nein. Behalt sie ruhig, bis ich zurückkomme. Aber da gibt es etwas, wobei ich deine Hilfe brauche. Ich kann die Farben der Kree nicht mehr tragen. Und da du ganz offensichtlich die Einzige hier bist, die eine Ahnung davon hat, was cool aussieht. Wow. Fick, Bailey! Scheiß Bailey. Ben! Bailey, so nennt mich mein Kopf. Er meldet sich, wenn ich versuche, ihm Widerstand zu leisten. Es gibt Dinge, die ihn beruhigen. Kaugummi, Gras, manchmal auch was Stärkeres, wenn es mir besonders dreckig geht. Aber wenn ich es unterdrücken will, wird's schlimmer. Wenn ich nervös werde, wird's schlimmer. Wenn ich aufgeregt bin, wird's schlimmer. Ben! Diesen Streit kann ich nicht gewinnen. Mit Slumloch, mit den Slumlords, Bailey! Küss ihr Gesicht die ganze Nacht, Bailey! Stand ist ab! Ich hab'n Schaden am Faden! Ich hab'n Schaden am Faden, Mann! Viele Asse machen Kasse. Haarige Nadel will Veronika nageln. Hör auf, mich aufzuziehen. Oder mit einem Zügel und einem Hühnerflügel. Hühnerflügel, Prügel. Ich prügel den Dübel in den Flügel. Jetzt hör wirklich mal auf. Das bringt mich total durcheinander, Mann. Fick, Bailey. Scheiß Bailey. Ben. Bailey, so nennt mich mein Kopf. Er meldet sich, wenn ich versuche, ihm Widerstand zu leisten. Haarige Nadel will Veronika nageln. Hör auf, mich aufzuziehen. Oder mit einem Zügel und einem Hühnerflügel. Hühnerflügel, Prügel. Ich prügel den Dübel in den Flügel. Jetzt hör wirklich mal auf. Das bringt mich total durcheinander, Mann. Erzähl uns einfach den Rest, alles klar? Schon gut.
was Sie soeben sagten, war wohl der krankhafteste Schwachsinn, den ich je gehört habe. In keinem Punkt Ihres zusammenhanglosen, idiotischen Gestammels haben Sie auch nur einen Gedanken vorgebracht, der nachvollziehbar wäre für einen gesunden Geist. Und jeder Mann in diesem Raum ist nun dümmer, weil er Sie anhören musste. Sie bekommen keinen Punkt. Und möge Gott Ihrer Seele gnädig sein. Was Sie soeben sagten, war wohl der krankhafteste Schwachsinn, den ich je gehört habe. In keinem Punkt Ihres zusammenhanglosen, idiotischen Gestammels haben Sie auch nur einen Gedanken vorgebracht, der nachvollziehbar wäre für einen gesunden Geist. Und jeder Mann in diesem Raum ist nun dümmer, weil er Sie anhören musste. Die Gala steht bevor. Ist zwar eine Veteranenveranstaltung, aber es könnten auch Episkopale da sein. Und Bill Meekins wäre unser Gastredner gewesen. Aber nun finden wir uns in der misslichen Lage wieder, dass man uns vorwirft, Liz Meekins umgebracht zu haben, was alles andere als wahr ist. Die Verstorbene hat Harold angeheuert, um den Tod ihres Vaters zu untersuchen. Ich habe heute Nachmittag eine Autopsie an ihm vorgenommen. Er war der General des Regiments, in dem wir gedient haben. Was, wenn sich jemand für uns verbirgt, jemand aus der höheren Gesellschaft? Würde das Ihr Captain interessant finden? Jemand wie Mr. Vose, der kannte Bill Meekins. Wir sind Veteranen, wir sind respektabel, wir werden überhaupt nicht in die Sache verwickelt. Hätten wir nicht helfen wollen. Die Gala steht bevor. Ist zwar eine Veteranenveranstaltung, aber es könnten auch Episkopale da sein. Und Bill Meekins wäre unser Gastredner gewesen. Aber nun finden wir uns in der misslichen Lage wieder, dass man uns vorwirft, Liz Meekins umgebracht zu haben, was alles andere als wahr ist. Wir sind Veteranen, wir sind respektabel, wir werden überhaupt nicht in die Sache verwickelt. Hätten wir nicht helfen wollen. Ach, leck mich, Sebastian. Leute wie du und Cord, ihr dürft überall rumficken, aber wenn ich das tue, werde ich abserviert und durch so eine Göre wie Cecile ersetzt. Gott, vergib mir, ich strahle Vertrauen aus und stehe auf Sex. Denkst du, mir gefällt es, Tag aus, Tag ein das ewige Sonnenscheinchen spielen zu müssen, um als Dame anerkannt zu werden? Ich bin der Inbegriff eines Stiefkindes der Upper East Side und hätte manchmal echt Lust, mich umzubringen. Gott, vergib mir, ich strahle Vertrauen aus und stehe auf Sex. Denkst du, mir gefällt es, Tag aus, Tag ein das ewige Sonnenscheinchen spielen zu müssen, um als Dame anerkannt zu werden? Ich bin der Inbegriff eines Stiefkindes der Upper East Side und hätte manchmal echt Lust, mich umzubringen.